Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute von der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin. Gleich treffe ich die Eva Herzog. Aber zuerst schauen wir mal zu ihr in den Runway und schauen uns die neue Kollektion an. Wie hat dir die neue Kollektion gefallen? Ich fand es sehr, sehr schön. Also Eva Herzog hat immer ganz tolle Schnitte, sehr weiblich. Das gefällt mir sehr gut. Sieht man ja auch heute an dir, oder? Ja, genau, richtig. Bist du schon länger ein Fan von der Eva? Ich habe sie länger beobachtet und dachte mir, ich gucke sie mir jetzt mal auf der Fashion Week an. Das ist eine tolle Gelegenheit. Die Wunschvorstellungen wurden bestätigt heute. Ja, ganz tolle Farben auch. Also ich stehe ja auf Farbe, nicht so auf Schwarz. Das finde ich immer so, ja, also wenn einem nichts mehr einfällt, dann Schwarz. Okay, ein Klassiker. Aber sie hat eben auch sehr schöne Farben und das gefällt mir sehr gut. Ist dir vielleicht ein Outfit oder ein Kleid in Erinnerung geblieben, wo du sagst, wow, das muss ich mal anprobieren, wie das an mir aussieht? Ach, da sind einige dabei. Also ich war gestern bei ihr schon im Showroom und wir haben schon ein paar Sachen ausgesucht für Sendungen. Dann dürfen wir dich wohl öfters in Eva Herzog sehen. Ja, mal gucken. Wir sind gespannt. Okay, viel Spaß und Achtung von der Eva gefallen. Super, ich muss sagen, ich bin absoluter Eva-Fan und ich trage natürlich auch gerne immer Eva. Und jedes Mal bin ich ums Neue wirklich umso begeisterter. Ich finde, jedes Mal findet die sich so ein bisschen neu, weil man denkt ja, Spitze, nee. Die denkt sich jedes Mal noch was Neues aus und ich bin ganz begeistert. Ist das dabei, wo du sagst, wow, das muss ich mal anprobieren, da muss ich in den Showroom und es mal reinschlüpfen? Ja, ungefähr jedes Kleid. Das Einzige ist, ich trage halt keine Größe 34, deshalb ist das bei Eva immer ein bisschen schwierig. Aber man kann sich ja auch da selbst Sachen bestellen lassen, dann ein bisschen größer. Und jedes Kleid da hat mir super gefallen, wirklich. Vielen Dank. Hallo Eva, erstmal herzlichen Glückwunsch zur neuen Kollektion. Wie fühlst du dich jetzt so? Erleichtert. Erleichtert. Wie lange hast du in der aktuellen Kollektion jetzt gearbeitet? Ehrlich? Ja. Knapp einen Monat. Wow, schnell! Ja, wir haben uns ein bisschen später entschieden, die Fashion Week mitzumachen. Aber die war natürlich schon gezeichnet, aber es ging ja nur die vom Papier in die Realität 3D sozusagen versetzt. Ja. Wie hast du dich inspirieren lassen zur aktuellen Kollektion? Ich fand so die fließenden Stoffe sehr schön. Und dann habe ich an der Puppe immer wieder dran gehangen und ich habe mich entschieden, so ein bisschen mehr Abendkleider, ein bisschen mehr fließend, so dass die Frau umschmeichelt, das schöne Röcke, die schwingen, weil ich finde, im Sommer muss eine Frau Leichtigkeit haben. Also es muss ja auch immer ein bisschen Wind geben bei deiner neuen Kollektion, weil dann wirken deine Kleider noch viel besser. Ich habe es gesehen, wo die gelaufen sind und die Kleider so nachgeschwebt sind, wirklich engelsgleich. So eine leichte Brise. Ja. Gibt es denn etwas, wo du sagst, wow, das ist genau das, wie ich es mir vorgestellt habe, vielleicht sogar noch viel besser geworden? Ja, also ein oder das andere Kleid fand ich schon selbst, das könnte ich ja auch mal irgendwo anziehen, dass es besser als auf der Skizze ist, ja. Ja, liebe Monaco Deluxe-Freunde, das war's wieder von der Fashion Week Berlin heute mit der wunderbaren Modenschau von Eva Herzog. Ja, Ruth Moschner, ist die nicht einfach toll? Also war ein so ein tolles Interview, hat mich richtig gefreut, dass sie auch Zeit hatte. Ich trinke jetzt hier noch einen schönen Mumm, bevor die nächste Show losgeht. Und ihr wisst ja, hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen hoch da. Und ihr wollt die nächsten Videos der Mercedes-Benz Fashion Week sehen, hier abonnieren draufklicken, damit ihr keine Folge verpasst und solltet ihr mit Handy oder Tablet gucken, einfach unten bei der Infobox auf den Link klicken. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.